Hallo Leute, es geht weiter mit Lego, der Herr der Ringe und unseren zwei armen Hobbits, Frodo und Sam, die gefangen genommen wurden, oder eher Frodo wurde gefangen genommen von den Orks und Sam hilft ihm. So, wir können hier schön auf ihm rumspringen, finde ich gut, aber du hast dein Elbenseil und das benutzt du da und dann gucken wir mal, was wir noch so zu tun haben. Was baumelt denn da oben? Irgend so ein Feuerdings. Das nehme ich mal. Finde ich gut, dass ich auf ihm rumspringen kann. Das halt, hat der alte Sack verdient. Okay, da können wir jetzt runter. Will ich das aber schon? Ich würde sagen, wir machen erstmal noch alles kaputt hier. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch alles kaputt machen. Vielleicht finden wir ja dann auch noch was. Kann ja auch sein. Ja, es braucht jetzt hier nicht rumglitzern und rumleuchten. Ich höre das Geräusch nämlich schon die ganze Zeit wieder. Das bringt's nicht, weil ich bin nicht mit Gimli hier. Ich wüsste auch gar nicht, warum Gimli hier überhaupt hier sein sollte. Der hat hier überhaupt nichts verloren. Aber anscheinend soll er irgendwann nochmal hier sein, wenn man nochmal spielt. So. Nochmal speichern? Nee, lassen wir. Gehen wir mal runter. Oh, wo kommen die denn her? Oh, oh Gott. Was mache ich hier? Was, kann ich die einfach so besiegen? Ja, kann ich. Frodo steht doof rum. Ist okay. Ich verstehe das, Frodo. Du bist müde vom Ring. Er ist schon ganz fertig und ausgelaugt. Ich finde das auch ganz cool, dass man das so den Hobbits schon so ansieht, wie fertig die sind. Piep. So, Topf habe ich auch kaputt gemacht. Und noch die Tonne. Ach, da ist ja noch einer drin, oder was? Ja, jetzt nicht mehr. So. Nee, hier ist auch noch was. Okay, Frodo, geh mal in die Ecke mit deiner Fiole. Genau, da ist nämlich was, was wir brauchen. Ah. Sehr gut. Und schon haben wir ein... Frodo, komm mal her. War da noch was eigentlich? Nee, ne? Nee. Können wir noch die Flasche kaputt machen und dann... Will ich aber nicht eigentlich nach oben wieder. Wo wollen wir denn jetzt hin? Kann ich eigentlich die Säulen auch kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Hat sich jetzt oben doch was verändert? Ich gehe mal nach oben. Ist jetzt hier irgendwas anders? Ah, die Schatzkiste. Ich will da ran, verdammt. So, ich bin ein bisschen blind gerade. Was kann ich tun? Oder muss ich mit Sam eher was machen? Kann ja auch wieder sein. Kannst du irgendwas benutzen? Ich glaube zwar nicht, aber... Oh. Oh, wo bin ich denn? Ach, ich kann hier runter. Ja, alles klar. Oh, oh Gott. Alles klar. Frodo, mach du mal. Der hat nämlich gerade ein Schwert. Ups. Voll die Massenschlägerei da unten. Da ist was für Legolas später. Frodo! Gib alles, Frodo! Frodo, ja! Ja! Der scheiß Ring, der macht mich wahnsinnig. Ja, nee, ist klar. Jetzt geht's hier richtig ab, was? Alles kaputt machen, Frodo. Lass deine Wut ab. Der Ring darf dich nicht kaputt machen. Das Ende war sowieso immer blöd, dass Frodo da zu den Antworten fahren musste und es
nichts gebracht hat am Ende, so eine Scheiße. Und das ändere ich jetzt. Du kommst raus da. Du Ork, komm raus. So. So, ist jetzt alles kaputt, was man kaputt machen konnte? Ich glaube schon. Wieso ist hier Rit Ungol? Das hatten wir doch schon. So, wieder alles kaputt machen, Frodo. Du bist noch lange nicht durch hier. Hier gibt es noch eine Menge Dinge, die kaputt sein wollen. Ach, immer diese Kisten. Das ist doch echt zum Verrücktwerden. So. Speichern und fortfahren. Oh, da sind ein paar blaue. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Wo soll das hin? Da oben. Boing. So, der ist jetzt vergiftet oder ich weiß auch nicht. Und der nimmt jetzt eine Dusche. Ach, wie lustig. Oh, 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 lululu. Okay. Können wir ihn da nicht rausholen? Ich will aber hier auch rein. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Wie der Ork da die ganze Zeit vor sich hinsingt, während er duscht, auch gut. Verkleide dich, damit du durch das Tor gelassen wirst. Ach so. Ja, das machen wir natürlich. Bin ich ja aber auch schon, ne? Ich hab doch schon was an. Aber Sam nicht. Ich glaube, Sam braucht da noch auf jeden Fall was. Da sind ein paar fiese Orks, sehe ich schon. Ach, guck mal hier. Guck mal, da kannst du was machen. Kann ich den töten? Mm-mm. Wieso? Mm-mm. Oh, oh. Der sagt mm-mm und deswegen scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Sam halt noch nicht verkleidet ist. Oder ich bin noch nicht fertig verkleidet. Das kann auch sein. Ja, fackel mal alles an hier. Finde ich auch gut. Und jetzt ist es kaputt gegangen. Und nu? Kannst du das aufbauen? Okay, wir machen das mal. Mal gucken, was uns das gleich nützt, dieses Fahrzeug. Katapult. Das sieht eher aus wie ein Katapult. Okay. Oh. Oh. Sehr gut. Das Katapult hilft mir auf jeden Fall. Ach, das ist eher für Sam. Naja, gut, dann... Dann du auch nach oben. Hopp. So, dein Elbenseil, wie immer, in Gebrauch. Ja, das ist gut. Dann machen wir die alle hier nacheinander platt. Das gefällt mir. Da unten liegt doch wieder so ein Helm. Ich glaube, den braucht Frodo. Aber erstmal gehe ich hier mit Sam runter und hole die Punkte. Das ist sehr gut. Bald haben wir wieder den wahren Abenteuer geschafft. Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich runtergeplumpst. Jetzt ist er schon mal verkleidet. Aber ich glaube, die müssen doch beide verkleidet sein. Das war im Film auch so. Beide haben sich verkleidet. Deswegen gehe ich mit ihm auch nochmal hoch.
Frodo kommt eh hinterher. Finde ich gut. Ih, eine Spinne wieder. Nein! Nein, nicht mich schnappen. Ja, Schnauze. Der ist böse. Da will ich nicht hin. Ach, ich kann die Spinnen kaputt machen. Eine von fünf oder so. Das ist natürlich doof. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Kriege ich bestimmt nicht die anderen Spinnen zusammen. Kannst du nicht deinen Helm jemand anderem? Also kannst du den nicht ablegen? Jetzt hat er den irgendwie automatisch. Nimmst du dann das andere ab? Nee, das. Tja. Muss hier definitiv noch mehr zu tun geben. Irgendwas habe ich übersehen. Ist da auch ein Seil? Nee, das ist die Säule. Vielleicht doch nochmal mit dem Katapult nach oben. Hier könnte ich doch vielleicht nochmal was tun. Wenn ich das verschiebe, kann ich das nicht verschieben? Statt dass ich Sam auch die ganze Zeit einfach... Ach, das ist ein Spinnennetz. Dass ich Sam einfach auch mal... Hallo? Mach das doch mal kaputt. Ja, geht doch. Das war die zweite Spinne. Einfach mal ein Schwert nimmt. Also Sam hat ja keinen bekommen. Da ist noch ein Spinnennetz. Das war die dritte. Da ist eigentlich was für Gollum, der keine Ahnung, wo der ist. Es wäre schön, wenn ich die anderen beiden Spinnennetze auch noch finde. Aber irgendwas muss ich hier auch tun können. Das ist komisch. Ich komme hier ja auch nicht mehr hoch. Eigentlich will ich, dass einer mal eine komplette Rüstung anhat. Ich glaube, dann würden wir auch nicht so erkannt werden. Und wenn du den Mantel mal anziehst, dann siehst du aus wie ein Bauklotz. Okay, Frodo. Das ist schön, aber das ist nicht so ganz Sinn der Sache, glaube ich. Nee, er legt den jetzt auch einfach nicht mehr ab. Das ist voll scheiße. Wenn wir die Typen ansprechen, ich glaube, dann wird's auch nicht leichter. Kann ich hier rein? Nee. Was kann ich denn mal hier machen? Sam, kannst du nicht einfach nochmal dein Elbenseil benutzen oder so? Das bringt aber, glaube ich, auch nichts mehr jetzt. Das haben wir ja nur gebraucht, damit er da hoch kann. Was kann ich denn machen hier? Voll doof. Ich weiß gerade nicht, was ich tun könnte. Ach, Frodo, wie lange du auch brauchst hier, ne? Tja, ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil da oben kam ich doch jetzt nicht weiter, oder? Aber da ist eine Treppe, irgendwie muss ich da doch hinkommen können. Ich versuche das jetzt nochmal mit ihm hier. Und der sagt,
Jetzt kommen bestimmt wieder neue. Ja, war klar. Nee, also... Nee. Kann ich das nicht irgendwie einfach nutzen, nehmen, wegnehmen? So, jetzt kannst du doch bestimmt... Nein. Durch Töten hat er es auch nicht abgelegt. Sehr schade. Schade, schade, schade. Hat nicht geholfen. Ja, na gut. Ach, ja. Ich komme hier einfach nicht weiter. Das ist echt blöd. Hier kann ich auch nicht rüber. Mensch, was übersehe ich denn? Oder es liegt echt an der Rüstung, dass einer eigentlich die ganz anhaben müsste und dann würde der Typ die wahrscheinlich halt auch durchlassen. Und weil jetzt einer den Helm anhat und der andere so, funktioniert die Scheiße nicht. Sag ich jetzt mal so blöd. Frodo, einer von euch muss seine Sachen ablegen. Frodo, geh mal versteckt zu den Orks hin. Das klappt bestimmt total gut in deinem Kasten. So und so versteckt mit deinem Elbenmantel muss das ja klappen. Glaube ich zwar nicht, aber nee, scheiße. Och Mann. Super. Das kann ich auch nicht verschieben. Ich mache jetzt mal eben kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich weiter, wenn ich weiter weiß. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich habe tatsächlich in ein anderes LP mal reingeguckt, was ich machen soll. Und mit meinem Elbenmantel war ich nicht ganz falsch. Mit dem scheine ich da oben eventuell durchkommen zu können, was ich noch nicht ausprobiert hatte. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich verstecke mich jetzt mal hier als Kasten. Und dann werde ich nämlich nicht erkannt, weil ich unsichtbar bin. Und dann macht er das Tor nicht hoch und ja, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Sehr gut. Gott sei Dank, endlich komme ich weiter. Ich dachte jetzt echt schon... Ich verprügel dich. Guck, so schnell geht das. Was habe ich jetzt? Keine Ahnung. Irgendein Ding. Das ist wieder was für Gimli. Und... Noch was? Was? Achso, ich kann das kombinieren. Kann ich das jetzt auch kaputt hauen? Yeah! Ich bin jetzt so à la Gimli. Ja, das war's mit ihm. Kann ich jetzt das Tor aufmachen? Aber ich kann auf jeden Fall hier was machen. Dann machen wir das mal. Ja, cool. Dann kann ich ja jetzt wie Gimli die Sachen einschlagen. Das finde ich geil. So. Er hat jetzt auch einen Helm. Cool, jetzt ist er nämlich fast ganz... Nee, er ist ganz verkleidet. Nur Sam noch nicht. Cooli, cooli, cooli. Dann können wir ja jetzt da Sachen einschlagen. Hm, interessant. Okay, nur noch Sam fehlt ein bisschen Rüstung. Komm mal her. Du musst mal wieder Feuer machen. Ach Gott sei Dank, bin ich froh. Kommt halt auch mal vor. Auch in einem solchen leichten Anführungsstrichen Spiel kann man auch mal
nicht weiter wissen. Oh, ich kann nicht mehr reden, ey. In letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Wieder sind sie. Ach so, ja. Kommen die hier oben. Das ist natürlich doof. Dann machen wir das hier auch noch runter. Da unten müssen wir ordentlich bauen, wie es aussieht. Den hast du auch eingesammelt. Sehr schön. Sehr schön. Bald haben wir den wahren Abenteurer geschafft. Ich sehe es schon. Komm, und das, die letzte Spinne. Komm mal her, Frodo. Yay! Schatzkiste. Ich hatte nämlich noch eine offline gefunden. Kann ich das verschieben jetzt? Nö, kann ich trotzdem nicht. Ach, wir können das jetzt verschieben, wenn wir das Heile bauen. Geht klaro. Habe ich gemacht. Wahre Abenteurer geschafft. Wuhu! Ich glaube, da oben könnten vielleicht auch die letzten... Warte mal, bevor ich das hier dahin rücke... Nee, die kriege ich nicht... Kriege ich die kaputt? Und komme ich da überhaupt hoch? Ich komme da hoch und... Und ich komme da ran. Wahnsinn. Yay, das ist ja mal ein cool. Dann holen wir uns die Sachen da drinnen natürlich. Wenn wir da jetzt rankommen. Das ist schon cool jetzt, dass die Hobbits auch mal was können. Mit dem Einschlagen. Ach, das ist auch vorgesehen. Da ist nämlich die letzte Rüstung. Die kannst du ihm doch geben, oder? Oder nicht? Ah, okay. Er muss sie sich auch selber holen. Perfekt. So, jetzt sind die beiden nämlich verkleidet. Aber bevor ich das jetzt beende, schaue ich nochmal, wo ich hier Sachen einschlagen kann. Nee, der duscht immer noch, da komme ich nicht ran. War hier noch irgendwas zum Reinhauen? Nee, auch nicht. Aber trotz dessen ich hier nicht einmal weiterkam, bin ich jetzt ganz gut vorangekommen. Aber es war doch noch mehr. Irgendwas war doch noch auf dem Boden, wo ich immer gesagt habe, nee, da müsste Gimli hier sein. Hier zum Beispiel. Guck mal. Nee, er macht es trotzdem nicht kaputt, obwohl wir jetzt das Ding haben. Und ich hab auch voll drauf gehauen. Hat nicht gereicht. Nee, dann scheiß drauf. Gut, dann komm. Komm, ihr seid jetzt beide verkleidet. Aha. So, guck mal, wie wir aussehen. Wir sind's nur. Freunde von euch. Bekannte, Verwandte. Und mein Freund hier auch, der auch. Huhu, ich bin's, dein Cousin dritten Grades. Wir haben es geschafft, Herr Frodo. Bis nach Mordor geschafft. Das ist er. Das Auge. Ungesehen kommen wir da nie durch. Na los. Jetzt sehen wir erst mal zu, dass wir da runterkommen. Wir haben es geschafft, Herr Frodo. Cirit Ungol haben wir... Ungol. Haben wir erledigt. Haben wir geschafft. Und soweit ich weiß, mindestens eine Schatzkiste gefunden und einen Entwurf. Und die fünf Spinnennetzdinger. Und wahre Abenteurer. Das ist schon mal nicht schlecht. Könnte wahrscheinlich wie immer besser sein, aber für meine Verhältnisse nicht schlecht. So, da freue ich mich natürlich. Ich ja. Die anderen Schatzkisten, da kommt man doch eh nicht ran. Oder wäre ich da jetzt rangekommen, weil ich meinen Hammer gehabt hätte? Boah, wehe, ne? Da war doch am Anfang eine Schatzkiste. Aber ich glaube, ich kam doch gar nicht mehr hoch und zurück. Ich weiß es nicht. Egal. Egal.
Ich mach mal Geschichte fortsetzen und dann beende ich den Part. Der ist auch viel zu lang schon, aber wenn ich jetzt hier nicht weitermache, dann muss ich den ganzen Kram vielleicht nochmal machen. Da habe ich keine Lust zu. So, damit speichere ich und wir sehen uns im nächsten Part von Lego Herr der Ringe. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Part.